Insolvenz, schlechtes Management, keinen Überblick. In Deutschland gibt es ja eine beträchtliche Anzahl an Gründern, also diejenigen, die zum Beispiel ein Gewerbe anmelden oder vielleicht auch einer freiberuflichen Tätigkeit nachgehen. All diese Gründer machen oftmals einen entscheidenden Fehler, der vor allem später dann zu Problemen führen kann. Welcher das ist, das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Roland, ich bin Online-Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Es gibt den ein oder anderen Fehler, den man vor allem auch als Gründer vermeiden kann. Einer dieser Punkte, den ich häufig, wie gesagt, in der Praxis erlebe, ist das Thema Geschäftskonto. Denn viele Gründer scheuen davor zurück, ein Geschäftskonto aufzumachen und sehen sich dann aber später vor massiven Problemen. Vorab, es gibt in Deutschland keine Verpflichtung, ein Geschäftskonto zu haben. In diesem Zusammenhang, das ist keine Pflicht, also dass du für dein Gewerbe, für deine freiberufliche Tätigkeit oder sowas ein Geschäftskonto eröffnest, aber du solltest es auf jeden Fall machen. In diesem Video stelle ich dir jetzt einfach mal ein paar Punkte vor, warum es wirklich sinnvoll sein kann, ein Geschäftskonto zu haben. An dieser Stelle erstmal der wichtigste Punkt. Es gibt mittlerweile auch kostenlose Geschäftskonten. Kostenlose Konten, die du ganz einfach eröffnen kannst bei Direktbanken, die dich keinen einzigen Cent kosten, wenn du dort ein Geschäftskonto hast. Das heißt, der Kostenfaktor ist hier gleich null. Du musst hier nicht zu irgendeiner, ja, sag ich mal, Hausbank gehen, und dort ein Konto eröffnen, sondern du kannst wirklich hier auch online ein Geschäftskonto eröffnen. Ich nutze selbst mehrere Geschäftskonten und Privatkonten, auf denen ich, sage ich mal, bestimmte Tätigkeiten ausführe. Etwas mehr dazu werde ich dann am Ende dieses Videos erzählen, wie auch ich meine persönliche Aufteilung halte. In dem Zusammenhang ist es auf jeden Fall erst einmal der wichtigste Punkt, eine saubere Trennung. Warum eine saubere Trennung? In dem Zusammenhang ist es so, dass du natürlich einen Privatbereich und auch einen betrieblichen Bereich hast. Vor allem hier ist es so, dass man die Ausgaben klar trennen sollte. Von vornherein solltest du schon definieren, ist das jetzt eine Betriebsausgabe oder eine Privatausgabe. Das ist deswegen auch entscheidend, weil natürlich in diesem Zusammenhang du dir auch später sehr viel Arbeit ersparen kannst, wenn du hier eine saubere Trennung durchführst. Deswegen auch der Hinweis für Gründer, bei dem ich dann noch ein bisschen ausführlicher was dazu sagen werde. Wenn du die Steuern mit Kopf UG unterstützen willst, dann in diesem Zusammenhang findest du unten in der Infobox einen Affiliate-Link, der, wie gesagt, dazu führt, dass die Steuern mit Kopf UG dafür eine Provision bekommt. In diesem Zusammenhang der Transparenzhinweis natürlich erbracht. Ich selbst habe auch bei dieser Bank ein Konto, von daher kann ich sagen, ich bin dort damit auch zufrieden. Jetzt kommen wir aber zum Eingemachten. Warum eigentlich ein Geschäftskonto das A und O ist und warum es wirklich jeder Unternehmer haben sollte. Klar, die Trennung zwischen Privatbereich und betrieblichem Bereich ist natürlich hier offensichtlich. Denn vor allem auch mit Blick darauf brauchst du einen Überblick über deine Finanzen. Du bist ja dann nicht mehr nur Privatperson, wo man sagt, okay, du hast vielleicht ein privates Konsumkonto, wovon du dann auch natürlich deine privaten Einnahmen, sage ich mal, deckst. Das heißt, dein Bruttogehalt, das geht auf dem Konto, auf dem Privatkonto ein und dann hast du dein Geschäftskonto, wo deine ganzen ganz einfach betrieblichen Einnahmen ja reingehen, aber auch die Ausgaben rausgehen. Damit du relativ schnell auch ohne großartige, sag ich mal, betriebswirtschaftliche Analysen oder ähnliches feststellen kannst, ob sich dein Unternehmen lohnt, siehst du das an deinem Kontostand. Denn in dem Zusammenhang weißt du einfach, wenn mehr reinkommt als rausgeht, dann müsste das Geschäftskonto langfristig ganz einfach, sag ich mal, nach oben wachsen. Warum ist das so? Denn in dem Zusammenhang ist es so, dass es die leichteste Möglichkeit ist, hier wie gesagt den Nachweis zu erbringen, dass du keine Einlage tätigst, die Einnahmen gehen rein und die Ausgaben gehen natürlich weg, aber es steigt trotzdem. Geht das Konto hingegen ins Minus, dann weißt du dort schon als erstes Warnsignal, okay, da läuft was schief, da sollte ich eventuell an der einen oder anderen Stelle gegensteuern. Das natürlich zum einen, weil du natürlich hier sofort den Überblick hast, okay, läuft mein Business gut oder läuft es schlecht. Wichtig auch in dem Zusammenhang, du hast wie gesagt den Überblick darüber, sind die Ausgaben überhaupt gerechtfertigt, dass hier mehr Umsatz oder Einnahmen generiert werden. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, später natürlich zum Thema Steuererklärung, dass es hier wichtig ist, ja, wie sind denn eigentlich deine Einnahmen? Hast du überhaupt alle Einnahmen erfasst? Vor allem bei Gründern erlebe ich es oft immer wieder, dass es am Anfang sehr viele Einnahmen über das Privatkonto laufen, die dann eventuell auch untergehen, weil man vielleicht auch Bareinzahlungen tätigt oder ähnliches, wenn man zum Beispiel im Bargeldgeschäft unterwegs ist, dann kann es sein, dass Einnahmen oder auch Ausgaben ganz einfach untergehen. Damit hast du entweder das Problem, dass du zu wenig Einnahmen versteuert hast oder auf der anderen Seite vielleicht Ausgaben übersehen hast,
die du eigentlich hättest steuerlich geltend machen können. Dementsprechend ist der Überblick über die Finanzen, gerade mit dem Blick auch darauf, wie läuft dein Geschäft, vor allem von Anfang an bis zum Ende hin natürlich besonders wichtig. Dann auch ein wichtiger Punkt später mit Blick auf natürlich meine Zunft, wenn du einen Steuerberater irgendwann beauftragen solltest, dann ist es die beste Empfehlung hier in diesem Zusammenhang einfach ein Geschäftskonto zu haben, denn so braucht der Steuerberater nur deine betrieblichen Einnahmen und Ausgaben buchen und muss nicht erst die privaten Aufwendungen raussuchen. Das kostet natürlich am Ende den Steuerberater viel Zeit, wenn er alles hier aufdröseln muss, aber natürlich, wenn er das nicht muss, weniger Aufwand bei dir am Ende weniger Kosten. Und das solltest du natürlich auch unter dem Kostenaspekt im Blick haben. Ein Punkt, den ich persönlich auch sehr gut finde, was sehr viele Gründer ganz einfach nutzen, dass sie sagen, okay, pro Monat mein Geschäft läuft gut, ich zahle mir jetzt ein Gehalt aus, das ich dann monatlich noch zum Verfeiern habe. Und in dem Zusammenhang kann man sich auch von seinem Geschäftskonto dann irgendwann eine fixe Auszahlung ganz einfach gönnen. Und damit hat man hier auch finanziell einen Spielraum und das Geschäftskonto geht natürlich weiter nach oben. So macht es zum Beispiel auch ich. Ich selbst habe sehr, sehr viele Konten. Warum? Weil ich schon von Anfang an bei sehr vielen Mandanten immer festgestellt habe, vor allem bei Gründern, dass da sehr viel schief gehen kann. Ich habe, wie gesagt, schon seit mehreren Jahren unterschiedliche Konten für alle meine Unternehmungen bzw. auch für die einzelnen Tätigkeiten, die ich ausführe. Nur mal hier als kleiner Überblick, auch im privaten Bereich habe ich schon fünf Konten, die ich nutze. Einmal natürlich ein Konsumkonto, dann ein Mietkonto, ein Rücklagenkonto, ein Tagesgeldkonto und dann noch eine Art Spaßkonto bzw. ein Geschäftskonto speziell ein Gemeinschaftskonto mit meiner Frau. Das heißt, in dem Zusammenhang ist es hier alles sauber getrennt, dass man weiß, okay, wo ist wie viel oder welche Positionen, Lebensunterhalt und alles sind dadurch mit diesem Konto gedeckt. Oder muss man eventuell hier ein bisschen was zum Beispiel von den Rücklagen aufbrauchen, kommen wir aber im nächsten Video noch ein bisschen ausführlicher dazu. Wir sind natürlich hier im Bereich der Geschäfts- und Konten unterwegs. Das heißt, hier ist es bei mir so, ich habe vier verschiedene Einnahmekonten, ein Ausgabenkonto und ein Rücklagenkonto. Ich gehe, wie gesagt, im nächsten Video auch noch auf die unterschiedlichen Kontenmodelle ein, die man als Gründer bzw. als Unternehmer nutzen sollte. Warum habe ich vier? Ganz einfach Einnahmekonten. Es ist so, es ist eine alte Regelung und zwar der Schuldzinsenabzug ist deswegen so, dass man hier in dem Zusammenhang dann sich ganz einfach vom Einnahmenkonto hier das Gehalt auszahlt und damit hier darüber zum Beispiel, gehen wir noch im nächsten Video genauer darauf ein, die weiteren Schuldzinsen steuerlich geltend machen kann. Hier auf jeden Fall einmal die Betrachtung der Einnahmenkonto. Warum habe ich das? Klassischerweise habe ich Mandanten in unterschiedlichen Bereichen und auch natürlich mit unterschiedlichen Konten. Und es ist ganz einfach so, dass es sich auch lohnen kann, als Unternehmer mehrere Bankverbindungen zu haben. Warum? Weil wenn eine Bank mal in irgendeiner Situation Probleme haben sollte, kann man auf ein anderes Konto ausweichen und muss nicht erst ein Konto eröffnen. Und zum Beispiel, wie gesagt, ich habe drei Konten bei Hausbanken und dann noch natürlich mein PayPal-Konto, das ist Einnahmekonto, da ist dann ein Ausgabenkonto, darüber laufen alle meine geschäftlichen Ausgaben, wie ganz einfach sage ich mal, Dativ-Gebühren, Strom, Wasser, aber natürlich auch die Lizenzgebühren für alle Software, die ich einsetze. Das so als Ausgabenkonto. Auch noch natürlich ein Rücklagenkonto, besonders wichtig für Unternehmer, gehen wir auch im nächsten Video noch weiter auf die Kontenmodelle drauf ein. Das ist ganz einfach so, dass man hier wirklich auch Rücklagen aufbauen sollte. Natürlich nicht nur für spätere Investitionen, sondern zum Beispiel auch für Steuern, Sozialversicherungsbeiträge und Ähnliches, falls irgendwas auf dich zukommen kann. Das also so als Überblick, was ich mache. Wie gesagt, unten in der Infobox findest du eine Kontoempfehlung von Steuern mit Kopf, wo wie gesagt auch ich ein Konto habe. Wenn du weitere Fragen hast zum Thema Geschäftskonto und Ähnliches, dann ab damit unten in die Kommentarspalte. Mein Name ist Roland, ich bin Online-Steuerberater aus Regensburg und das war Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.